Mann. Ach. Oh mein Gott. Da ist noch Schweinefleisch, steht hier rum. Hallo, Schweinefleisch. Hallo, Tulu. Findest du dich bei Schweinefleisch ehrlich angesprochen? Mhm. Oh, und Zuckerrohr. Und wieder gefällt mir das nicht. Dann Dreierweg raus mache ist zu viel. Du hörst dich sehr unzufrieden an. Ja, ich bin, das Ding ist, bei Minecraft, also ich habe Minecraft ja sehr wenig gezockt. Und wenn ich Minecraft gezockt habe, dann habe ich immer sehr viel überlegt, weil, da immer irgendwie, also meistens sieht es ja scheiße aus. Man muss ja schon überlegen, wenn ja. es gut aussieht. Das stimmt. Und jetzt ist es ziemlich ungewohnt, weil ich hier laber und sowas alles und bin etwas unkoordiniert, weil ich auch das Mikrofon vor mir habe und so. Und dann weiß ich nicht so recht. Aber wird schon. Ich würde hier aber ungern die Wüste wegnehmen, weil das... Aber egal. Ja, nimm halt nicht die ganze Wüste weg. Ja, das sieht jetzt schon so scheiße aus hier mit dem Wasser, was ich gerade gemacht habe. Dann nehme ich einfach von hier mittendrin was raus. Einfach meine Straße Sand geklaut. Ne? Ja, ja. Was ich hier gemacht habe, das weiß ich nicht. Ich sehe meine Schaufel schon verschleißen. Doch, egal. Jetzt erstmal hoch ins Stockwerk. Jetzt wird erstmal Wichtigeres getan. Und dafür brauche ich natürlich erstmal eine Leiter, die ich mir natürlich erstmal craften muss. So, jetzt habe ich ein Stack. Das dürfte reichen. Platz habe ich auch noch. Wie viele Leitern braucht man für da oben? Keine Ahnung. Machen wir mal 6. Hoffen wir mal, dass das reicht. So, hoffentlich finde ich wieder zurück. ich vermute mal da lang. Machen wir mit dem Ding, reiß ich es komplett ab. Hi Schweini, komm her, Schweinsteiger. Ein Ei. Ich kann es nicht mehr nehmen. Schweinsteiger. Den Samen schmeiß ich mal weg. Alter, wie viele Hühner sie hier jetzt gespawnt sind. Welches Level bist du denn inzwischen? 5. Oh, süß. Ich bin irgendwann gestorben, glaube ich. Ja. So, schön alles wegnehmen, den ganzen Stein hier oben. Tut das Haus komplett kaputt machen. Oh, ich muss essen. Nam, 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 nam. So, den Sollte Rest. Bald mal mein Feld abernten. Das restliche Lebewesen-Gezeugs hier lasse ich mal leben. Damit wir uns später vielleicht eine Viecherfarm machen können. Ne? Ja, wie macht man das eigentlich? Kann man die, können die sich dann vermehren oder ja, was? Ja, mit Weizen. Du gibst 2 ein Weizen und die paaren sich dann. Ah. Und dann gibt es ein ja Baby, logisch. Das einen Tag später ausgewachsen ist und du dann auch essen kannst. Ist ja logisch, ne? Klar, du kannst dann auch Eltern mit Babys verpaaren. Auch das ist logisch. Ja. Die Natur aber nur lässt in, alles zu. Nur in Tschernobyl. In Tschernogorsk. Tschernogorsk, ja. Meine ich natürlich. Was ist denn so eine... Kennst du den Film Wrong Turn? Vom Namen her ja, aber... Das sind so Hitlerwäldler, so missgeburtenmäßige. 10 Jahre Inzest. Grantelbarts. Ja, so Grantelbarts einfach. Okay, erzähl weiter. Ja, und die sehen halt sehr, sehr verkrüppelt und hässlich und kaputt aus und alles. Und ja, das sind auf jeden Fall solche, da kann ich mir das vorstellen. Eltern mit Geschwister und Geschwister mit Eltern. Mit Oma, Großeltern, Tante, alles dabei. Alle da. Alle wollen auch mal mitmachen. Und ich bin langsam voll. Ja, ich Was auch. Was heißt langsam? Ich bin voll. Muss jetzt mal verarbeiten wieder. Hier Fleisch und da Fleisch. Die Eier könnte ich in die Lebensmittelkiste hauen, ne? Eier sind ja Lebensmittel, eigentlich. Eier sind eigentlich auch Eier. Ja. Was kann man mit Eiern machen? Hühner schlüpfen lassen. Wenn du die Eier wirfst, hast du eine gewisse Prozentchance, dass da ein Huhn draus schlüpft. Echt? Ja. Wenn man die wirft, oder was? Ja. Das heißt, ich kann dir die an den Kopf werfen und dann kommt vielleicht ein Huhn raus. Wenn du Glück hast, ja. Das ist ja logisch, ne? Realistisch. Ja, auf jeden Fall.
So machen das übrigens auch die deutschen Bauern. Die schmeißen sich die Eier in den Kopf. Ja, nee, die halten sich die Eier gegenseitig an die Birne. Und, naja, okay, die machen ja ein wenig mit Hühnchen, ne? Wissen wir ja, die machen ja alle mit Pferdefleisch. Ja. So. Ih, da fehlt noch eine Scheibe und hier fehlt... Alter, mir fehlt noch so viel. Schwedischer Schwede. Wie soll ich denn da jetzt hochkommen ohne Dreck? Ich hab jetzt gerade das Steindach da gelassen. Das müsste ja eigentlich Gewitter abhalten, oder? Ja. Hoffen wir, dass du recht behältst. Aber es ist eh nicht. Du könntest auch ein Holzhaus bauen. Also, wenn der Blitz einschlägt, dann brennt es zwar, aber bei Gewitter ist eigentlich immer Regen dabei. Und dann wird das Feuer auch sofort wieder gelöscht. Okay. Aber kann halt durchaus auch mal sein, dass es weiter... Dingst, ne? Ja. Dass es gewittert ohne Regen. Und dann ist dein Haus im Arsch. Habe ich keine Baumstämme mehr? Sehe sie nicht, ne. Sind anscheinend nicht mehr da. Na super. Na gut, dann machen wir den Rest erstmal hiermit zu. Ist auch akute Holznot. Lass das einfach offen und mach da nur Fenster rein. Oh ja, ich mach da nur Fenster rein, Alter. Was für eine Antwort. Ob du auch akute Holznot hast? Ich hab akute Allesnot und bin voll verplant und hab das ganze Inventar voll mit Scheiße. Ich mach jetzt erstmal eine zweite Truhe. Oder machen wir nicht gleich noch eine dritte? Ich muss dann Lehm suchen, Alter. Wieso Lehm? Weil ich ein Ziegelsteindach will. Ach so, Menker. Ja. Lebensmittel. Nein, Eimer ist kein Lebensmittel. Es wird schon wieder Nacht, mein Gott. Alter, wie die Zeit vergeht. Krass. Kinder, wie die Zeit vergeht. Schon sind wir alt. Scheiben. Und mal hier mal eine. Da und da. So, ich habe gerade mal das... Alter, unser Haus ist unsymmetrisch, mein Haus. Ja, ich habe ja da nur schnell gemacht, ne? Fuck. Hätte ich das eher gewusst. Es war wieder alles komplett umsonst, ja? Es ist symmetrisch, aber es ist halt so. Max halt unsymmetrisch. Da muss halt einer. Weißt du, wie ich meine? Du magst es unsymmetrisch, aber dann passt die Tür noch nicht mehr in die Mitte. Ah ja, stimmt. Wie beides scheiße. Ja. So, ich nehme mal das Fleisch hier noch mit. Bett, schlafen, komm, schlafen hier. Ja, okay. Stell dir ein Bett hin, nein, nicht so. Schläge ich mich hier wütend in die Laken, weil, wegen... Oh, jetzt ist schon Tag, ich muss nicht mal ins Bett. Wie, du musstest nicht ins Bett? Keine Ahnung, irgendwie ging das... Ich habe mich vors Bett... Oder es ging so schnell, dass ich es gar nicht mitgekriegt habe. So, Moment. Also ich mache jetzt eine Truhe für Erde. Da kommt der Sonnen. Oder was? Wieso machst du eine Erdtruhe? Keine Ahnung, Mann. Ich weiß nicht. Was ist denn los mit dir? So, Holz. Alles, was aus Holz ist, kommt jetzt erstmal hier rein. Federn kommen da noch rein. Bauernzeugs kommt da rein. Scheiße, ich brauche noch viel mehr Kisten, Alter. Ich hab hier überhaupt kein System drin. Ich auch nicht, überhaupt nicht. Und wo ist meine Musik überhaupt hin? Hier. Das ist so ruhig jetzt. Ich glaube, das war's erstmal. Alter, wie viel Zeug ich hier habe. Wo habe ich das ganze Zeug her? Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, was hier abging zuletzt. Gerade beschwerst du dich noch, dass du nichts hattest? Und jetzt so. Ja, ich habe viel Müll halt. Noch Eisenerz, das kann ich auch mal braten. Nach Eisenerz hat. Ja. Dann nähere ich mich mal dir, um dir die Bäume wegzukloppen. Nee. Doch, ich brauch Holz. Sind meine. Ja, verklag mich. Mach ich, versprochen. Okay. Mein unterbezahlter Anwalt wird sich freuen. Wie machen wir nochmal Brot mit Weizen? Drei unten. Also unten links, unten Mitte, unter rechts. Unter rechts, unten rechts.
Wo liegt der Deutsch? Unter rechts. Machst du Weizen unter rechts, hast du Brot in deinem Topf. hier noch ein Baum. Alter, wie verplant ich gerade bin. Holz, 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 Holz. Noch mehr Holz. Immer her damit. Dies packen wir das jetzt auch einfach rein. So, Erde kommt dann hier rein. Erstmal alles grob voneinander trennen. Wo das System mal eigentlich komplett scheiße ist. Das muss ich eigentlich, glaube ich, offscreen probieren. Was musst du? Achso. Das Problem ist, das Mikrofon ist auch so ein bisschen im Weg. Mein Ständer, das nicht der Ständer, nein, der Ständer nicht. Dein Ständer ist im Weg. Ja, Ständer vom Mikrofon ist so ein bisschen im Weg und ich sehe nicht so richtig mit dem Ordnen. Was mache ich jetzt mit dem Gold, Alter? Mach doch einen hübschen Goldblock draus. Ja, und dann? Was mache ich damit? Und den stellst du irgendwo hin oder baust irgendwo mit ein. Was willst du hier? Schauen, wie du vorankommst. Scheiße, komme ich voran. Überall diese Fenster. Soll ich mal eins kaputt hauen? Nee, lass mal da. Wie sollen das schon sein? Mach das ganze Ding aus Fenster, glaube ich. Also entweder ich mache da richtige viereckige Fenster rein oder normale Fenster. Du meinst also Fensterblöcke oder was? Ja, ich wollte jetzt das Holz da unten wegkloppen. Ja. Dafür habe ich wieder keine Axt, die ich mir eigentlich machen wollte, aber ich bin so verplant. Ja. Wow, das geht schnell. Oh, auf jeden Fall, das wollte ich unten wegmachen und dann alles aus Holz machen. Raus hier. Ja. Brauchst du hier meine Kisten zu gucken, du Schlampe. Hey! Was denn? Ich dachte, du machst ja eigene Felder. Ja, ja, aber ich brauche erstmal ein bisschen Ausgangsmaterial. Deswegen nimmst du alles mit, oder was? Ich tu doch wieder setzen, Mensch. Heul halt nicht rum. Muss man eigentlich, wenn man mit der Hake was gepflanzt hat, muss man dann das irgendwann nochmal machen? Oder nee, bleibt das so unbeerdet? Man muss ja die Erde erstmal umernten. Ach so, ja, wenn du nichts nachpflanzt, dann vergilbt die wieder und wird wieder zu normaler Erde. Ein gutes System. So, ich könnte echt bald mal Eisen gebrauchen. Muss hier alles mal ordnen. Das mache ich, glaube ich, offscreen. Ja, dito. Wenn die Aufnahme nicht läuft, dann ordne ich den ganzen Scheiß, damit wir hier in dem Let's Play vernünftig vorankommen. Wie wär's, wenn wir jetzt nochmal eben in die Höhle gehen? Wenn ich crafte mir jetzt ein paar Spitzhacken, schmeiß die ganzen Rotz hier rein. Ja. Das hört sich eigentlich ganz okay an. Machen wir so, oder? Ja. Gehe ich mal zurück zu meiner Bude erst. Oh, schön viele Setzlinge. Kann ich mir Bäume machen? Bäume kann ich mir dann pflanzen. Hier mal aus dem Weizen machen wir nochmal das hier eben. Schön nochmal ein bisschen Brot. Wieso sagst du eigentlich eben? Eben, ja. Eben heißt es ja. Nicht eben, genau. Weiß ich nicht, warum ich das sage. Ist das vielleicht dialektbedingt? Nee, ich glaube nicht, dass das oder ein Gendefekt. Wahrscheinlich ein Gendefekt, ja. Das halte ich eben für möglich. So, ich finde mein Haus nicht mehr, da hinten, glaube ich. Ja! So, das sollte reichen. Dann tue ich mal umdisponieren und dann können wir wahrscheinlich losziehen. Ne? Jo. So, Holz muss da rein. So wenig. Den Bogen, nimmst du den mit? Soll ich den mitnehmen? Wäre nicht schlecht. Ganz nützlich, glaube ich, ne? Ja. Muss ich aber auch die Pfeile mitnehmen? Ja. Bogen ohne Pfeile bringt selten was. Meine Rüstung ist vollständig. Essen habe ich. Da, das kann noch weg. So, ein bisschen Dreck. Was Deckies könnte ich noch gebrauchen, aber ich habe gar keine Pfeile oder ganz wenig Pfeile nur. Ich bin eigentlich bereit. Ich bin bereit. So, ich komme schon wieder zu dir gewatschelt. Also ich brauche jetzt ein paar
Beendete Decky Sätze. Decky ist noch, habe ich gesagt. So. Das ist für Fackeln für neue, falls ich welche brauche. Und dann passt das schon. Aber ich hatte ganz viele Pfeile, aber die habe ich jetzt irgendwie nicht mehr. Oder sind die hier irgendwo drin und ich sehe sie nur nicht? Eigentlich hatte ich doch Pfeile ohne Ende. Oh Mann, ey, du muss das sein? Ja. Mal kräftig waschen hier, deinen dreckigen Boden da. Da liegt doch mein Sperma, das soll doch hier bleiben.